Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind immer noch hier in Extreme Survival Island. Brechen uns gerade die Hacken. So. Nicht vergessen, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentare hinterlassen. Denn ich poste jeden Tag ein Video. Abos kosten kein Geld. Alles gute Zeug. So. So, get out, get los, run, I keep running. Wow, die waren aber cool drauf. Okay, let's go. So. So. Ein bisschen leichter beim nächsten Mal. Geht das? Nein, hier geht das nicht lang. Autsch. Get out of my way. Crap! Sowas. So. Okay, ja, perfekt. Wow. Okay. Also, wir müssen um diesen Pillar hier drum rum. Okay. Dann hier runter. Get. Nein. Ja. Nein. Okay. Das haben wir. Und hier machen wir. Ja! Hat er mich zurückgeschossen. Herrlich. So. Mein Weg hier fand ich schneller, besser, cooler. Lauf. Ah, so viele von diesen verdammten Spawnern treiben mich geradezu in den Wahnsinn. Vielleicht sollte ich das machen, wo es besser ist. Direkt hier, warte mal, bis zu. Da ist besser. Warten wir kurz, bis das Ding unten ankommt und dann machen wir mal Extreme Jumping. Ja, schießt auf euch selber, ist mir egal. Keine Torches mehr. Okay. Wir haben eine Idee. Wir haben eine gute Idee. Jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir damit? Nein. Nein. Oh Gott. Sorry, ist dunkel. Der war gut. So, machen wir das.
Hier. Andersrum. So, zack. Mehr Torches. Torches at ready. Wo bin ich? Oh Gott. Es ist so dunkel. Wow. Ihr habt's drauf. Ich merke das schon. Wo ist meine. Da ist mein Wasser. Go, 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 go. Und hier soll ich nachher noch wieder hochkommen? Wow. Das ist. Ja. Sehr zuversichtlich. Wahnsinn. Wieso mache ich das immer? Wieso? Wieso spiele ich diese Spiele? Okay. Wir müssen was anders machen. Wir müssen was ganz gewaltig anders machen. Auf jeden Fall mehr Torches, ne? Ist ja klar. Okay. Jumpen. Wir fallen. Schneller. Mehr Torches. 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 Oh yeah. Vielleicht sollte ich doch meinen Spawnpoint hier setzen. Ich gehe einfach mal auf Risiko. Was soll schon passieren? Hm? Kann ja nur schief gehen. Get down, get down, get down, get down. Extreme Survival Island! Da war die Wolle. Da war die Wolle. Okay, gut. I got it, I got it. Ich hab das unter Kontrolle. Ich hab's. Aua. Get me out of here. Get up. Get up. Oh, crap. Oh, Mann. Get out of my way! Stupid Skeleton! Gesindel! Mist, verdammte! Autsch! YOLO! Au! Wieso immer nur? I got it! Aua! Au! Nein! Crap! Das ist ein Dropper hier. Ein Dropper vor dem Herrn. Ich hab's. Hab ich die Wolle? Stop it. Yellow Wolle. Oh, ich hab sie. Puh.
Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier raus? Kill mich mal eine. Gibt's noch irgendwas Gutes hier? Alter. Dauert mir zu lange. Ihr seid ja zu langsam. So, jetzt ist die Frage. Kommen wir hier raus? Yes! Okay, gut. Wir haben, was wir wollten. Oh. Minute. Komm schon. Fantastisch. Sehr schön. Das war die erste Wolle von Intersection 2. Eieieiei. Da oben. Das, ach, wir sind hier ganz unten. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und lernen wir mal dazu, nicht wahr? Irgendwas Schönes hier zu sehen. Ach, ich habe mein Wasser jetzt da gelassen. Ja, gut. Schenke ich dir. Auf mein neues. So, ab geht die Post. Hinauf. Dann und wir mit der Kohle das auch mal wieder angehen. Okay, wir sind kurz davor, hier rauszukommen aus der Intersection. Ich werde mal hier ein bisschen Kohle noch holen. Sicher ist sicher, wir brauchen immer mehr. Dann werde ich mal da vorne an der Intersection mal einen Furnace aufbauen. Und mal ein bisschen was von dem Eisen fertig machen. Und dann machen wir uns bessere Pickaxes, weil das kann ja nicht so weitergehen. Gut. Yellow Wool. Wow. Das war ein extremer Dropper. Und was anderes würde ich das auch noch nicht bezeichnen. Gut. Bedrock Area. Der gelben Wolle. Nicht setzen wollte. Fertig. Gut. Wir brauchen das. Das hier. So. Achso, wir haben Furnace schon. Zack. Hier oder so. Eins davon. Und aus das Zeug, was wir alles nicht brauchen. Ehrlich. Bisschen, das kann auch. Aus Bones, 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 den Beef Bones. So. Schöne Sache. Gut. Gut, gut, gut. Secret City oder Nether? Wobei ich glaube, wenn wir geradeaus weitergehen, kommen wir so wie beim letzten Mal auf die nächste Intersection. Also gehen wir im Nether als nächstes hin. Are you ready? Yes, I am. Wir gehen auch ohne Rüstung wieder rein, keine Angst. Das wird wieder ein Gemetzel vor dem Herrn. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wahrscheinlich haben wir noch Blazes. Ganzen Blazes. So. Haben wir mal unseren Spawnpoint direkt hier. Fell from a high place. Yes, I am. Okay. Soul Sand. Ah. Bin ich jetzt nur nicht der Freund von, ne? Keine Spawner bisher? Aua! Okay. Machen wir mal einen Weg nach oben. Ready, steady, go. Huh?
bisschen Licht hier. Sind wir? Da müssen wir hin. Gut. Nice. Perfekt. Okay. Alter, wie soll ich ihn hier wieder zurückfinden? Was ist das? Das sind diese komischen Viecher, auf denen man reiten kann? Alter Schwede. Wohin soll ich hier gehen? Uha. So, muss man hier ein bisschen was markieren. Gehe ich nach da? Gehe ich nach da? Gehe ich nach da? Oh, ich sehe was. Okay, okay, okay. Wie komme ich dorthin? Ich glaube, hier runter ist eine. Watches at the ready. Das war jetzt nicht so der Hit, ne? Okay, gib mir mal die Iron Pick. Das ist schon wesentlich fixer. Ja, ich weiß, es ist nicht schön. Hier, wie wild der Brandgrabe, aber... brauchen einen Weg hier nachher raus. Das ist der beste Weg nachher hier zu verschwinden. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machst du denn hier von deinem... Nether Fortress entfernt. Ah. Okay, gut. Dann wollten wir hier rüber gehen. Oh Gott. Das ist ja haufenweise von denen. Stop it. Oh, oh. Nein, nein. Nicht anfassen. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Oh Gott. Wither Skeleton killed me right there. So, gut. Dann setzen wir unseren Spawnpoint, würde ich mal sagen, an unserer Treppe hinunter. Das ist eine gute Idee. Autsch. So, jetzt kommt doch hier alle meine Vorarbeit in volle Blüte zur Geltung. Gut. Sagen. Direkt hier so. Da unten so. Boing, 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 boing. Ernsthaft? Nicht schubsen? Don't push me, because I'm so close to the edge. Ja, voll clever. Bist du?
see you later. Das, wo ich nicht gerne mit dem Bogen arbeite. Holy cow. Blazes. Ah, crap. Habe ich denn das jetzt gesehen? Spawner direkt da oben. Da. Let me in! Dieses dämliche Feuer hier. Run. Die Kurve rum. Direkt hinein in die gute Stube. Okay. So. Hey, was geht ab, Alter? Blaze Rods und ein Bett. Ernsthaft? Im Nether? Im Bett? Wo ist es drauf? Was machen wir denn hier, wenn ich mal doof fragen darf? Da ist ein Spawner drunter. Grandios. Was mache ich bloß? Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Autsch, autsch. Respawn, yes. Okay, also wir wissen, da hinten ist nur Tod und Verderben. Gehen wir mal da runter und gehen wir mal nach links dieses Mal. Irgendwo wird ja wohl schließlich hier was Vernünftiges sein, was es sich lohnt hinzulaufen. Hep, hep. Was du jetzt? Aha, Spawner. Leicht gekillt. Hier hinunter. Und. Oh Gott. Das war clever von mir. Das war richtig clever. Gehen wir mal in die Richtung. Sehe, hier ist irgendwo was. Achso, das sind die Dinge. Autsch. Blazes. Ganzes Blazes. Autsch. Gib mir einen Fisch. Fisch it is. Jesus Christ. Okay, ich glaube, ich werde mich mal hier erstmal kurz erholen und dann kommen wir in der nächsten Folge wieder und erkunden weiter dieses Möchtegern-Nether. Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentare hinterlassen, das Glöckchen einschalten und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.